Geld sparen macht dich ärmer. Warum Geld sparen dich ärmer macht? Jeder will finanziell frei sein, alle Rechnungen bezahlen können, in den Urlaub fahren, die Familie unterstützen, abgesichert sein und auf alles vorbereitet sein. Ein Haus kaufen, ein neues Auto, Dinge tun, die Spaß und Erfolg bringen. Viele denken, deswegen müssen sie jetzt sparen. Das geht in der Regel nach hinten los. Sparen macht dich nur ärmer. Meine Meinung, geht dieses Ziel einmal anders an. Der Fehler beim Sparen, wie Olaf Scholz, unser Kanzler, es ja tut, die Inflationsrate, dein erspartes Geld verliert jeden Tag an Kaufkraft. Das bedeutet, dass das Geld, das heute gespart wird, in der Zukunft weniger wert ist. Niedrige Zinsen, Zinssätze auf Sparkonten sind sehr niedrig. Dein gespartes Geld wächst also nur minimal und wirft wenig bis gar keine Erträge ab und kann einfach die Inflationsrate nicht ausgleichen. Durch das Sparen und das Vermeiden von Investitionen in ertragreiche Anlageformen oder dem Daytrading entgehen dir viel höhere Renditen, die dich über die Zeit erheblich reicher machen werden. Du musst es nur tun. Wenn du nicht diversifizierst und ausschließlich auf das Sparen setzt, bist du stark abhängig von den Zinssätzen und der Inflation. Diversifikation und verschiedene Einkommensströme sind in der heutigen Zeit dringend notwendig. Achte auf dein Mindset. Wenn du dich nur aufs Sparen fokussierst und dadurch auch dein Verhalten einschränkst, wie zum Beispiel dir keine kleinen Freuden mehr gönnst, an gesunder Ernährung einsparst, aufhörst in Weiterbildung oder persönliche Entwicklung zu investieren, dann schwächst du dich stark persönlich und dir werden Wachstumschancen oder auch langfristig bessere Jobmöglichkeiten immer wieder entgehen. Das Problem ist oft fehlende finanzielle Bildung. Viele Menschen sparen, weil sie keine ausreichende finanzielle Bildung haben und die Vorteile und Risiken von Trading nicht verstehen. Eine fundierte finanzielle Bildung hilft dir, klare und bessere Entscheidungen zu treffen und deinen Geldbeutel konstant zum Wachsen zu bringen. Was kannst du statt des Sparens tun? Daytrading lernen. Mit dem Trading kannst du konstant dein Geld vermehren und dir ein Schritt für Schritt Vermögen aufbauen. Es ist ein Handwerk, keinerlei Glück oder Voodoo. Du brauchst das Marktverständnis, lerne Market Profile in der Olli-Version, ein funktionierendes System, welches du testen und researchen solltest und auch musst, damit du das nötige Vertrauen bekommst und es dann nach deinen Regeln konstant umgesetzt bekommst. Du solltest die Trading-Psychologie lernen und dich damit auseinandersetzen, wie die besten Trader der Welt denken und handeln. Damit du ein erfolgsorientiertes Mindset entwickelst, wer im Sparmodus denkt, wird nämlich auch im Sparmodus bleiben. Die Wahrheit ist, Sparmodus ist Armutsmodus. Du wirst aus Angst vermutlich eher noch zusätzliches Geld verlieren. Mit dem Trading hast du simple Strategien, mit denen du monatlich immer etwas mehr Geld verdienen kannst. Dadurch kannst du auf Sicht endgültig aus dem Hamsterrad, aus der Knochenmühle aussteigen und ortsunabhängig leben und deine Grenzen selbst bestimmen. Grenzen in allen Bereichen. Verlasse dich in keinem Fall auf reines Buchwissen, denn die Profis kennen die Regeln, die dort drinnen stehen und wissen dadurch genau, wann und wie sie dir dein Geld abnehmen können. Deswegen musst du vor allem wissen, wie die Börsenprofis, die großen Marktteilnehmer an den Märkten agieren. Werde auch du zum Profitrader und stelle dich auf die Seite der Gewinner. Daher bau dir sofort nebenberuflich oder auch hauptberuflich mit jahrelang bewiesenermaßen erfolgreichen Strategien ein Vermögen auf. Lass dich von einem echten Börsenexperten begleiten und trage dich hier unter dem Video zur kostenlosen Trading-Beratung ein. Ich freue mich auf dich. Dein Olli.